Ja, hallo zusammen. Ich komme zu einer weiteren Runde Let's Play Magic 2015 und die Premium-Karten vom letzten Monat habe ich schon freigeschaltet. Wir haben jetzt Zugriff auf die dreifarbigen Länder und wir haben auch noch zwei Booster. Oder da sind die dreifarbigen Sachen drin. Ne, das sind die dreifarbigen Sachen. Perfekt. Ich wollte noch nirgendwo drauf drücken, damit ihr das noch mitbekommt. Wir haben jetzt die dreifarbigen Länder alle. Ja, mehr ist hier auch nicht drin. Im nächsten Booster. Mal schauen, was da drin ist. Wir wollen ja jetzt heute, das ist ja das erste Video des Monats, wieder ein neues Deck bauen. Ihr habt auch viele Kommentare da gelassen. Sehr schön. Viele wollten Naya Su tatsächlich mal sehen. Viele wollten... Okay, Naya ist jetzt nicht in den Kahnfarben. Deswegen ist das ein Problem. Das sind jetzt alles hier nicht so Karten, wo ich sage, boah, wir müssen jetzt unbedingt Jeskai oder sowas spielen. Ja, auf jeden Fall einen super geilen Vorschlag für Boros Tokens gekriegt. Sehr schöner Deckvorschlag auf jeden Fall. Manche wollten Mono Green Ramp oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie ich das genannt habe. Auch sehen, aber naja, so haben auch tatsächlich viele interessant gefunden. Ich hatte ja Nakatls aufgemacht. Ich glaube, das war der Anlass, warum ich das geäußert habe mit Naya Su. Und wir können ja mal gucken, ob wir das zusammenkriegen. Wenn nicht, dann baue ich an was anderen rum. Schauen wir mal. Wir machen erstmal die Naya-Farben hier an und gucken uns die Kreaturen an, weil die irgendwie am wichtigsten sind. Und schauen mal, was hier so geeignet wäre. Vielleicht so ein Semi-Life-Gain-Deck mit Ajani's Pride Maid ist machbar. Die Edelmut-Dinger sind auch nicht schlecht. Mürschmied. Nee. Naja, ja, der Brimas ist auf jeden Fall ein klares Ja. Ah, das ist gut für das Boros Token Deck. Das Life Gain Deck wollte ich auch irgendwann mal machen. Da fehlen aber irgendwie noch die Win Conditions. Deswegen ist das nicht so geil. Wir haben nur den Feli da. Das ist irgendwie so ein bisschen sehr schwach, finde ich. Naja, so. Ja, Pyromancer Goblins hätten wir auch. Das Elemental ist eher so Burn. Wir könnten auch mal versuchen, Burn zu spielen. Das könnten wir tatsächlich mal antesten. Ich muss mal die grünen Bieter auf jeden Fall angucken. Das ist das Wichtigste. Vielleicht können wir so eine Art Big Zoo bauen. Das ist irgendwie geil. Big Zoo hätte ich Bock drauf. Na, mit einer Katteln. Schwer, schwer. Nee. Helfen, wenn Schweins. Die Dinger sind ganz gut. Der Arbor-Koloss ist gut. Der Craterhoof im Ramp-Deck. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich Ramp bauen wollte. Bestimmt wegen dem Craterhoof-Behemoth. Und ich glaube, dass ich das auch machen werde. Weil ich da gerade maximal Bock drauf habe. So, wie können wir hier Mana... Also erstmal Genesis Hydra, super stark. Elvish Visionary, super stark, um Sachen aufs Board zu kriegen. Satyr Wayfinder, vielleicht, falls wir eine Synergie mit dem Graveyard hinkriegen. Könnte man versuchen... Oh, da brauchen wir aber mehr Kreaturen. Gucken wir. Auch nicht schlecht. Ah, ne, Bestien hatte ich jetzt nicht vorzuspielen. Standardlandtypen auch nicht. Ah, das Ding ist eigentlich gut, aber... Vielleicht lässt sich ja sogar das Elfendeck bauen. Schwer zu sagen. Nyctos haben wir ja leider nicht. Ja, die Nessische Natter. Limited Granate. Das sind schon 26. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch Mana machen. Wobei ich ihn nicht so stark finde. Ihn auch nicht. Das sind 22, das geht fast. Schauen wir uns mal die Spells an. Ich mache mal den Kreaturenfilter raus. Ich mache mal alles an, außer Kreaturen. Was hatten wir denn? Kultivieren war zum Rampen. Ey, vielleicht können wir doch das Pseudo-Elfendeck bauen. Mit Tokens.
gute Karte. Auch Limited Bombe, definitiv. Das als One-Off. Und wollen wir irgendwas splashen davon? Nein. Nein, wollen wir nicht. Ich glaube, wir wollen das nicht. Auch als One-Off. Hier ein bisschen Pseudo-Removal. Ich baue das gerade wie ein Sealed-Deck irgendwie. Wie bin ich denn auf die Idee gekommen, ohne grünen Ramp zu spielen? Aus welchem Grund? Wir haben auch kaum Ramp-Karten hier. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wenn wir damit gegen Midrange gewinnen können, das wird aber schwer. Dafür habe ich zu wenig Kreaturen, leider. Ups. Jetzt können wir aber hyper gut splashen, wenn wir so viele Kultivieren spielen. Und das werden wir jetzt auch tun. Aber ich weiß noch nicht, auf welche Farbe. Ich will ja nicht schon wieder Reanimator bauen. Vielleicht ein Rot-Splash? Was haben wir denn da? Also wir spielen Craterhoof-Behemoth. Und wir haben viel Mana. Fling ist nicht schlecht. Oh ja, wir splashen Fling. Wir bauen das Fling-Deck und spielen mehr von diesen dicken Pump-Spells. Hier sowas wie größer machen. Da brauchen wir aber echt viel Mana für. Aber ich habe voll Bock auf ein Fling-Deck. Damit werden wir den einen oder anderen bestimmt kriegen können. Ist Kränkus befehlsinnig? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Hm, 23 Länder. Hat man das? Zu viele Flings auf jeden Fall. Und zu viele Kultivieren. Ich will 24 Länder auf jeden Fall spielen. Wobei wir noch ein Pump-Spell spielen wollen. Und zwar noch einen größer machen. So. Oh, da haben wir auch noch gutes Removal. Also wir gehen hier einen runter. Bei denen auch. Bei denen sowieso. Mehr billiges Removal. Und noch ein größer machen. Dann spielen wir... Ich weiß nicht, wir haben mehr Cultivates. Wir brauchen nur eine rote Quelle, das ist mehr als genug, würde ich sagen. Dann können wir 21 Forests spielen. Ganz entspannt. So. Jetzt bin ich wieder voll vom Ursprungsdeck abgewichen, aber... Naja, gut. Dafür werde ich das nicht den ganzen Monat spielen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall nochmal Kommentare unter diesem Video lassen. Und das, was dann am meisten Daumen hoch hat, das werde ich auf jeden Fall spielen. Also das Kommentar mit dem Deckvorschlag, was die meisten Daumen hoch hat, das werde ich auf jeden Fall zocken. So, ich suche uns mal einen Gegner fürs Online-Spielen und das dauert ja manchmal ein bisschen, mache ich einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich zum Spiel. So, wir haben jemanden gefunden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwas bei meinem Deck vergessen habe, aber... Wird sich zeigen. Wie gesagt, ganz wichtig, lasst Kommentare da. Und ja, das nächste Deck werde ich dann auf jeden Fall spielen. Die Hand ist ja mal super, Klobo, on the play. Wir ziehen einmal neu. Ah gut, so können wir uns wenigstens Leben machen. Halten wir das mal. Wir haben sogar ein rotes Mana, was völlig uninteressant ist am Anfang. Gucken wir mal, ob wir jemanden mit Fling getötet kriegen. Na, das wäre schon ziemlich interessant. Ja, passiert erstmal nicht viel. Wir sehen noch nur eine Ebene. Das kann noch alles sein. Gut, wir können für Turn 4 echt nichts spielen. Super, Klobo. Aber ich glaube auch nicht, dass wir überrannt werden erstmal. Also es wird ein relativ faires Spiel. Und Ropesphere wird von der KI ersetzt. Gut. Gut, gut, gut. Dann suche ich uns direkt mal den nächsten Gegner, würde ich sagen. Weil wir wollen schon gegen Online spielen, würde ich sagen. Sonst ist das ja langweilig. Perfekt, haben wir direkt einen gefunden.
Jetzt ist er bereit. Perfekt. Geht's direkt weiter. Ja, aber halt dich mal. Ist jetzt nicht so optimal mit dem Rudelführer. Das ist mir auch schon vorher aufgefallen beim Deckbau, dass das noch nicht so ganz perfekt ist. Aber wir kriegen den Hirsch, können ein bisschen Leben machen. Wir müssen ein paar Länder ziehen. Dann können wir ihn verzaubern. Dann ist er 4-4. Wir haben 2-2-2er Wölfe. Dann ist das schon mal solide, würde ich sagen. Ja, müssen halt gucken, was Kollege Jutta da macht. Okay, wir spielen wieder gegen Izzet. Ah, noch ein Land, das ist gut. Wir spielen gegen Mill. Oh Gott, wie geil. Das haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Polyeder-Krabben-Mill. Bin ja mal gespannt. Kommt noch was? Noch eine Krabbe. Okay. Doof, dass wir keinen Removal haben und uns nur gegen Aggro-Guard gewappnet haben. Na gut, ab nächster Runde können wir anfangen drauf zu hauen. Und wir können auch ein bisschen pumpen, wenn wir noch ein Land ziehen. Also falls er irgendwie eine Mauer oder sowas spielt, Defender-Mauern, werden wir schon irgendwie dran vorbeikommen. Ich bin da zuversichtlich. Außerdem können wir die irgendwann noch umfighten. Lässt sich was mitmachen, denke ich. Interessant ist nur, was macht er mit dem Rotsplash? Das ist das, was wichtig ist. Ja, Mill 6. Boah. Ah, wir haben eine Seele drin. Können wir uns später noch ein bisschen Spielstein machen. Ein bisschen Mana verholzen. Mit Gattersnipe. Also der... Das finde ich halt schon wieder nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall fighten wir den Gattersnipe jetzt um. Also er will uns... Ich bin ja kein Fan davon, wenn Deck so H2-Strategien... Also Mill und irgendwas mit Gattersnipe, Burn, das sind halt schon super verschiedene Sachen. Das ist mir schon zu unterschiedlich, das gefällt mir nicht. So, jetzt haben wir unseren 3-3er-Beater, haben noch 41 Karten im Deck. Nächste Runde. Land von oben wäre gut, alternativ haben wir noch einen Play für einen Zug, wenn wir keine Länder ziehen. Eine Schülerin in Alia. 3-3er-Beater geht klar. Schauen wir mal. Mill, Mill, Mill. Boah. Ah, geil. Die können wir auch notfalls wiederholen bei Gelegenheit. Die vermummten Bewunderer. Den Young Pyromancer finde ich allerdings wieder gut da drinne, weil er gut Zeit kauft. Jetzt hätte ich schon gerne wieder ein Removal, ehrlich gesagt. Sonst wird es irgendwann zu eng. Ah, Gegner hat noch 3 Handkarten, das geht noch. Beendet erstmal den Zug. Okay, vielleicht hat er einen Counterspell. Flingen. Boah, nee, wir wollen ja jetzt nichts umflingen, oder? Ich will mal den, damit wir ein Leben mehr bekommen. Nein, die Vermummten kann ich leider nicht wiederholen. Oder die Maskierten, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Dann Attack. Ja, da hat er was, da hat er was. Vielleicht ein Bounce. Ja, Voyage's End. Bounce und Scry 1. Macht er sich den Token? Jetzt müssten wir noch ein Land ziehen. Dann können wir den Hirsch spielen und uns die Elfen wieder aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Ah. Das wäre schon nicht so schlecht. Oh, noch ein Pyromancer. Jetzt wird's echt anstrengend. Doppel-Pyromancer ist hart. Das ist wirklich hart. Er hat auf jeden Fall keine Länder mehr, also hat er nur Spells in der Hand. Gierig. Perfekt, jetzt können wir das Play machen.
Oder wir machen aus ihm einen 5-5er. Gucken wir mal, falls er noch einen Bounce oder sowas hat. Das wäre nämlich richtig ätzend. Wir greifen mal an. Ich bin auch bereit zu traden gegen Pyromancer plus Token oder er zaubert was. Aber ich will irgendwie gegnerische Handkarten sehen. Im Notfall habe ich immer noch das Fling. Er jumpblockt nur, okay. So, jetzt müssen wir aber das Mana umstellen. So. Ja. So würde ich gerne bezahlen. Um unsere Lebenspunkte mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen. Nächste Runde können wir den Rudelführer spielen. Also die beiden Karten harmonieren halt super geil. Der vermummte Bewunderer zusammen mit Garruks Rudelführer. Und das ist schon eine lustige Kombo, finde ich. Das ist halt eher was fürs Late Game auf jeden Fall. Ein Killenfiend. Na, der ist auch erstmal egal. Spells und Länder stören mich tatsächlich. Kein Angriff. Er beendet den Zug. So. Pelakawurm. Das ist ein bisschen teuer. Frage: Spielen wir jetzt den Rudelführer? Oder wollen wir mit den Wölfen aufziehen? Ich glaube, wir wollen die Wölfe aufziehen. Auf ihn. Okay, perfekt. Keine Responses. Das ist schon mal gut. Jetzt sind die Wölfe nämlich im Spiel. Angriff mit beiden, würde ich sagen. Noch ein Voyage's End, alles klar. Eine Handkarte nur für den Gegner. Langsam kommen wir ran. Aber sein Board ist halt auch nicht schlecht. Okay, jetzt tradet er den Killenfiend, das ist schon mal okay. 1 zu 1 Tausch, völlig fair. Und wir haben die Wölfe noch zur Verteidigung, das geht klar. Okay, Mill 6. Ah, die Vermummten sind nochmal drinne. Na, was holt er sich zurück? Wahrscheinlich den Voyage's End, denke ich mal. Ja, boah, wie nervig. Ich spiele die Vermummten. Ich will irgendwie ein Land nachziehen. Also jetzt ein paar Länder wäre schon gut. Das ist auch okay. Da können wir nächste Runde schön mit angreifen. Ja, ich greife an. Weiter Druck aufbauen. Ich denke mal, er lässt einen durch und doppelblockt einen. Ist natürlich auch, man kann es mit der Archäomagierin blocken, mit einem Token zusammen. Ist eigentlich sogar besser. Macht er aber nicht. Also kann ich nur eine seiner Kreaturen töten. Aber das hat er nicht auf dem Schirm. Soll mir recht sein. 24 Karten im Deck. Das müssen wir immer hier ein bisschen im Auge behalten, da unten. So, er bounced. Oh ja, möchte er mich wohl mal angreifen? Eine Handkarte. Was mich immer noch ärgert, ist, dass ich nicht sehe, wo der Scry hingeht. Also ob unten drunter oder oben drauf. Das finde ich ist eine Information, die mir vorenthalten wird, die ich definitiv wissen will. Das ärgert mich halt unglaublich. Ja, Hit für 5. So, was können wir denn jetzt machen? Können man ein Land ziehen. Aber null, oder wir treten ihn einfach mal dick. Können wir auch machen und dann unendlich viele Karten ziehen. Das geht eigentlich auch. Ich habe genug Leben. Ich will jetzt ein bisschen nach vorne kommen hier.
geben wir dem plus 3 und ziehen mal bis zu 5 Karten. Jetzt lohnt es sich halt für ihn, Sachen da reinzuhalten. Wenn die Krabben reinhält, ist ja in Ordnung. Gucken wir mal, ob er den Schaden reduzieren möchte. Oder ob er uns 5 Karten gibt. Dafür wird auf jeden Fall ein Land dabei sein. Gut, wir milden uns, also wir milden uns selber quasi auch um 5 Karten. Aber mit den Handkarten, ich brauche ein bisschen Removal irgendwie. Ich habe mir jetzt auch meinen Friedhof nicht so genau angeguckt, ob noch alles drin ist. Die größer machen sie nicht mehr drin. Also es ist noch zweimal Jagd machen im Deck. Aber der hält ein bisschen rein, umso besser. Jetzt ziehen wir nur 2 Karten, das geht klar. Oder er blockt doch nicht. Er blockt nur mit dem Killenvieh, noch besser. Gönn dir, Digga. Das doch mal angenehm nachgezogen. Schießen wir mal einen Young Pyromancer ab. Also ich will ihn lieber schneller töten. Als, Moment, ich muss kurz gucken, was ich abwerfe. Ich will ihn natürlich schneller töten, als er mich millen kann. Natürlich könnte ich ihm die Mill-Option wegnehmen. Aber ich will jetzt irgendwie Druck aufbauen. Ach, ich habe noch einen zu viel. Ja, komm, irgendwie Karten ziehen will ich jetzt nicht mehr. Ach ja, noch eine. Ah ne, ich muss nur noch bestätigen. Perfekt. So, man kann natürlich auch die Vermummten abwerfen, aber ich habe jetzt keine Lust, die 2 Mana nochmal aufzuwenden, weil so grindy ist das Spiel nicht, weil unser Gegenüber definitiv ein schnelles Deck spielt. Da sehen wir ein Mystic Monastery. Ob er wohl weiß spielt in seinem Deck? Gute Frage. Wir gehen auf 14 Karten im Deck. Creatorhoof ist immer gut. Oder ist der schon weg? Weil der Trample gibt. Das ist unsere super Win-Condition Nummer 1. Ja, der Creatorhoof ist weg. Schade. Und wir spielen keine Eternal Witness oder ähnliches. Wir können natürlich Pelakkawurm, der trampelt auch. Pelakkawurm, Fling ist eigentlich solide. Wir greifen mit dem Wolf an. Den tradet er bestimmt. Mit den 2 1-1er Elemental Tokens. Also das ist unser Plan, dass er das tut. Komm, mach mal, Kollege. Ja. Dann ist er dead on board gegen den Pelakkawurm. Ja. 1. Zweiter Blocker, dritter Blocker. Wir töten natürlich beide Elementals. Wir töten so viel, wie es geht. Legen den Pelakkawurm und machen nächste Runde Lethal Attack. Mit Fling. Das weiß er natürlich nicht. Er hat 0 Handkarten, er tötet uns auf jeden Fall nicht, weil wir jetzt erstmal 7 Leben dazu bekommen. Und totmillen kann er uns, denke ich, auch nicht. Dafür müsste er 2, 3 Länder ins Spiel bringen. Oder irgendwie ein Mill-Spell, Grenzland-Biwak. Okay. Spielt er anscheinend statt Doppelländern. Das ist auch irgendwie alles in Foil. Vielleicht kann man das irgendwie freischalten, wenn man da einen Euro bei Steam investiert, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir haben ihn. 0 Handkarten. Und würde ich sagen, machen wir. Ziehen wir mal. Der Wurm ist nämlich von Wölfen aufgezogen worden. Interessante Geschichte. Deswegen ist er jetzt auch so groß und stark. Und jo. Dann treten wir den. Und dann flingen wir. Easy Mode. Ah, der trampelt, der ist völlig Wurst, was er macht. Boom! Fling für 9. Schönes Ding, schönes Ding. Das Deck ist noch nicht perfekt. Vielleicht gehe ich nochmal kurz rein. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Gibt es wirklich nichts, wo ich noch mehr Mana mit produzieren kann? Kriege ich jetzt einen Booster dafür wieder? Ja, im Zendikar-Booster. Das Ding ist doch aus Conspiracy.
Ich weiß nicht, wo das Original herkommt. Ja, das ist ja gar nichts von Sadek dabei, oder? Weltenreinigung fürs Control. Auch nicht schlecht. Ja. Gucken wir nochmal in unser Deck rein. Das würden wir gerne verändern. Bevor wir noch das zweite Spiel machen. Ich muss mir nochmal die grünen Karten angucken. Kannst du einen Stein? Ja, geht. Wie bin ich denn auf Mono Grün gekommen? Ich würde es gerne ein bisschen billiger machen, aber wie komme ich an den... Wie komme ich geschickt an den Craterhoof-Behemoth ran? Ich glaube, da gibt es hier nichts in dem Spiel. Ich will aber mit dem Craterhoof zocken. Habe ich grüne Verzauberung? Spielsteine. Nee. Was haben wir noch für Artefakte? Geht. Nachtschallbarren geht. Naja. Den Obelisk haben wir halt auch. Können wir ein bisschen mit dem Obelisken abspacken, wenn wir Bock haben. Ich überlege gerade mal. Bin nicht überzeugt von dem Elfen, muss ich leider sagen. Leider, leider. Wir trollen uns jetzt mal ein bisschen mit dem Obelisken durch, habe ich beschlossen. Wo ist er? Da. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wir splashen auf jeden Fall noch schwarz, würde ich sagen. Aber nur alles, was wir mit dem Cultivate raussuchen können. Das reicht dann, denke ich. Gucken wir mal. Das Deck ist sehr, sehr, sehr verwirrt dieses Mal. Das gebe ich zu. Aber solange es funktioniert, ist ja in Ordnung. So, suchen wir uns noch einen neuen Gegner. So, schauen wir mal. So, wir haben einen neuen Gegner gefunden. Schauen wir mal, ob wir das nochmal packen können. Ja, na klar habe ich das Basic auf der Hand. Ich behalte die Hand trotzdem, weil wir müssen nur ein Land ziehen, damit das Cultivate live wird. Und dann können wir die ganze Hand casten. Fast die ganze Hand. Ne, dann können wir die ganze Hand casten, wenn wir jetzt ein Land ziehen. Nein, voll okay. Ziehen wir ein grünes Land, suchen uns raus. Noch ein Wald und ein Gebirge. Eigentlich tipptopp irgendwie. Oh, jetzt ist knapp. Wir haben zwei Drawsteps. Kalkuliertes Risiko muss sein. Die Hand war definitiv aktiv. Ich glaube, wir spielen gegen Sultai. Willkommen. Wir sind auch im Magic Online jetzt hier. Bei Magic 2015 sind wir jetzt auch beim Standard angekommen. Nein, mit Polyederkrabbe. Was ist das denn jetzt? Wie geil. Oh, jetzt sehen wir was. Nein, jetzt sehen wir nämlich nichts, weil ich gerade verkacke. Oh, unfassbar. Unfassbar, Deck. Lass mich doch nicht hängen. Drei Drawsteps. Und ich brauche nur ein Land, damit hier alles richtig Party-Modus ist. Voll das Mobbing. Jetzt muss das Land kommen. Jetzt ist der Punkt, wo das Land kommen muss.
Jetzt sehen wir wenigstens noch was vom Deck. Aufstieg des Bändigers, alles klar. Das Deck sieht aber auch super hyper-kreativ aus. Boah, jetzt habe ich auch Bock, ein Sultai rumzubauen. Eine Genesis Hydra noch. Ja, klar, klar. Na, die macht wenigstens Value. Obwohl. Die Seele können wir aus dem Friedhof später nochmal verwerten. Die Hydra macht Value. Wenn wir die für X gleich 3 wollen wir die nicht legen. Für X gleich 4 will ich die legen, glaube ich. Ist das ein Grim Hausbex? Nein. Okay, er meldet sich nochmal selber. Okay. Jetzt das Land vielleicht? Ach, komm schon, Deck. Jetzt trenne ich mich von der Hydra. Hit für 5. Jetzt wird es halt schon kritisch. Das bringt 3-1. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wir hätten schon längst irgendwie Kreatur plus Wölfe aufziehen. Easy Mode, 2 Zweier Tokens. Ja, alles klar. Oh, ich glaube nicht, dass wir da nochmal rauskommen. Wie könnten wir denn da jetzt rauskommen? Was machen wir denn mit unseren 5 Mana? Nessische Natter spielen. Müssen wir gleich mal durchrechnen. Hit für 7. Gehen wir auf 5. Wenn wir einen rausblocken, er darf jetzt keine Kreatur legen. Ansonsten sind wir auf jeden Fall tot. Okay, er legt keine Kreatur. Dann bin ich ja schon fast versucht, den Hirsch zu legen. Nee. Nee, nee, nee. Mana ausnutzen, Mana ausnutzen. Jetzt nicht gierig werden. Das muss er wohl gründlich überdenken. Mit dem Sing Twice. Aber der flasht es wahrscheinlich nochmal zurück, würde ich sagen. Flashback. Ja, noch einmal gründlich überdenken. Wir sind in meinem Endstep, ja. Hey, leckeres Deck, ey. Gefällt mir. Ich glaube nicht, dass wir dagegen verloren hätten. Wenn wir normal gezogen hätten, muss ich gestehen. Nächste Runde machen wir uns 3 Leben einfach. Wie viel Mana haben wir denn? 1 zu wenig. Ich würde gerne Hirsch legen, Wald legen, Schülerin legen. Dann sind wir erstmal safe. Aber das reicht nicht vom Mana. Das kostet auch 5 und nicht 3. So, eine Hydra für X gleich 3 legen. Ist auch irgendwie kacke. Ich glaube, wir legen den Hirsch. Legen das Land. Und sagen Go. Sind wir auf 3 Leben. Wir noch die Hydra für X gleich... das machen wir, glaube ich, sogar noch. Wir legen die Hydra für X gleich 1. Aber auch nur, um mehr Devotion zu kriegen. Mit 1 werden wir nichts finden. Ist egal. Wir kriegen dadurch Doppelgrün ins Spiel. Und das macht uns dann gleich 6 Leben, die Schülerin. Damit können wir uns vielleicht nochmal rauswinden aus der ganzen Geschichte. Boah, wir haben 3 Landdrops, glaube ich, gemisst. Das wäre schon richtig dick, wenn wir das Comeback noch schaffen. Jetzt wird es doch nochmal spannend, glaube ich. Aber wir bewegen uns hier definitiv am Limit. Das muss man sagen. Besonders, weil er jetzt 9 Handkarten hat. Er muss wahrscheinlich nur Removal finden. Das Deck ist schwarz. Der spielt auch 100 pro Removal. Oh. Spinnen vermehren. Kein Angriff. Land ist gut. Jetzt haben wir 7 Mana zur Verfügung. Ich denke, wir sollten uns Leben machen. Oder wir sollten uns mehr... Das ist auch eine Idee. Warte mal, dann haben wir 5 Blocker, nehmen 5 raus und kriegen genau 5 Schaden. Kacke. Dann ist die Schülerin das Einzige, was wir machen können.
habe jetzt nicht gerechnet, ob wir das überleben, aber das sieht gut. Ja, das überleben wir. Den Angriff überleben wir. Ja, jetzt gut, jetzt flasht er das gleich zurück für 7. Das hat er, das Mana. Und bringt nochmal 6 Spinnen ins Spiel. Oh, das ist hart. Was nimmt er denn jetzt zurück auf die Hand? Nochmal die Spinnenvermehrung auf die Hand. Oh ne, ich bin tot. Aufstieg des Bendigos. Sprich, alle kriegen +5/+5, wenn er jetzt angreift, ne? Ja. Ich bin mal nicht unhöflich. Schade. Also das hätten wir locker gewonnen, hätten wir keinen Landdrop gemisst, würde ich sagen. Schade. Das war wirklich schade. Ich will noch ein richtiges Spiel machen. Weil nächstes Mal sehen wir ja schon wieder ein neues Deck. Und ja. Ich finde, das Deck hat noch eine Chance. Wir müssen mal den Obelisken ziehen. Spiel gegen Antmaster One. So, jetzt habe ich einen wieder. Und der ist auch bereit zum Spielen. Perfekt. Ja. Nein. Nein. Das ist auch eigentlich ein Nein. Aber ich mache jetzt keinen Maligen auf 5. Land haben wir den Hirsch, können fighten. Noch ein Land können wir nochmal fighten. Und dann brauchen wir einen Cultivate oder so. Wir spielen gegen Esper. Vielleicht Esper Control. Okay, wenigstens ein Land. Das ist uns schon mal gegönnt worden. So cool, dass wir mit dem Obelisken immer 3 Schaden schießen können später. Falls wir jetzt gegen einen super Heavy Control spielen, ist der Obelisk vielleicht sogar eine gute Karte. Ah, schön. Wird langsam. Ein Mana. Ah, Endstep Quicken, okay. Unser Gegenüber cycelt nur das Quicken, das ist gut. Hat er jetzt alle Farben? Weiß, schwarz, rot, blau. Ne, grün hat er nicht. Four Color Control irgendwie. Tapferkeit des Jägers. Das könnte schmecken gleich. Vielleicht tappt er sich ja mal aus. Also ich will das auf jeden Fall nicht 2-2-1 in den Removal reintauschen. Das ist so die beste Karte, die wir jetzt gerade haben, finde ich. Und vielleicht tappt er sich ja aus. Vielleicht ist er doch nicht Control. Doch. Auch das Quicken lässt stark, finde ich, deutet stark darauf hin, dass wir gegen Control spielen. Boah, ne, der hat auf jeden Fall Removal. Ich hau das da jetzt nicht drauf. Vielleicht, wenn ich ein 6. Mana sicher habe. Und im Anschluss den Obelisken. Ah, ne, das bringt auch nicht viel. Naja, wir haben 2 Power auf dem Board. Können wir mal gucken, was passiert. Inspirieren. Ich habe halt keine Lust, in den Schwarz Removal oder einen Cancel reinzulaufen damit. Aber das wären 5 Karten für Lau. Das wäre echt gut. Komm, du hast 8 Handkarten. Ey, discardet eine. Na, gucken wir mal, ob er was discardet, was uns einen Hinweis gibt. Gegen was wir da ungefähr spielen. Ein Land. Okay. Wir haben Obelisken-Mana. Ich greife mal an und leg den Obelisken, weil der Obelisk ist ein richtig guter Threat auf jeden Fall. Wenn er jetzt Removal schießt, können wir den Obelisken sicherlegen. Das ist auch gut. Okay, versuchen wir es mal. Ich glaube, dass der gecancelt wird. Oh nein. Auf was für ein Play hier von 3-Drop auf 6-Drop. Alles gut, wir haben jetzt, wir können jetzt +4/+4 geben dem Hirsch pro Runde. Das ist eine ernstzunehmende Clock. Der ist an 6-6. Außerdem können wir 3 Schaden schießen, falls irgendwie das Board mal zuklumpt. Also, geht klar. So wie jetzt. Das kriegt keinen Schaden, glaube ich. Ich finde einen Kampfschaden, der dem Gomazor Wachposten zugefügt wird. Joa. Können auch für 2 drüber trampeln. Und wir können ihn doch auch fighten. Das ist doch nur Kampfschaden. Das geht auch.
Das müssen wir aber hiermit machen. So. Auch eine gute Idee. Was ist los? Möchtest du was machen? Ich habe noch den Obelisken ready. Gucken wir mal. Dann tritt für 9. Für 7. Wieder Trollmodus. Ich habe wieder nicht die Leertaste gedrückt. Schießen wir 3 Schaden im Endstep. Kommt aufs Gleiche raus. Fast aufs Gleiche. Einen Schaden haben wir verschenkt. Das geht aber. Was hat er denn? Noch ein Gummazoer Wachpost. Na, ist egal. Wenn wir das Jagd machen. Oh Gott, jetzt muss ich ja noch aufpassen, auf wen ich schieße. Okay, geht auf 8. Was geht jetzt ab? Verhindere allen Schaden, der dir und Kreaturen, die du kontrollierst, in diesem Zug zugefügt wird. Hm? Machen wir mal 3 Response, würde ich sagen. Und geben einfach den Zug ab. Ganz entspannt. Ganz entspannt, der Obelisk fährt das nach Hause. Was für eine merkwürdige Start hat das war. Mit Mulligan auf 5, da sind wir gut rangekommen, auf jeden Fall. Also, wenn wir das nicht sogar gewinnen. Also, er hat noch 7 Handkarten, aber der Obelisk ist halt eine 2-Runden-Clock alleine. Außerdem präsenten wir Lethal mit Tapferkeit des Jägers nächste Runde. Falls er nicht halt wieder irgendeinen komischen Verhindere allen Schaden-Unsinn hat, aber das ist egal. Tauschen wir auch 1:1, haben den Obelisken. Alles cool. Komm, Junge, 6 Handkarten, da muss das fast dabei sein. Wahrscheinlich irgendein Instant. Ah, wir haben noch nicht die Kill-Condition des Gegners gesehen. Also wir haben noch nichts gesehen, wie er Schaden macht. Vielleicht ist es auch der Obelisk tatsächlich. Der Obelisk ist auch super gut hier in dem PC-Spiel, finde ich. Das ist eine Karte, die... Ja, wir haben gewonnen. Den Kill gönnen wir uns noch. Jetzt können wir eigentlich richtig drüber trampeln. Wir haben zwar noch nicht gewonnen, aber das gibt ein paar Karten. Das ist jetzt dieser Moment gewesen, wo ich darauf gewartet habe, dass der Gegner sich einmal austappt. Er muss mit mindestens dem. Er muss auch den Dämon reinhalten, weil er sonst tot ist. Er macht auch einen Doppelblock perfekt. Dann weisen wir den Dämon als ersten Blocker zu. Können eine Karte ziehen. Haben also ein bisschen Plus gemacht. Ne, wir sind ein Plus minus Null gegangen, handkartenmäßig. Aber das ist schon okay. Eigentlich Unsinn. Wir hätten auch einfach Schieß 3, Endtab Schieß 3 machen können. Das wäre irgendwie einfacher gewesen. Fällt mir gerade auf. Das wäre um einiges leichter gewesen. Nein, jetzt kann er sich 5 Leben machen. Ah, okay, so oder so wäre er nicht tot gewesen demnach. Das ist dann ja schon mal okay. Fighten wir mal den Gummazoa um. Jetzt haben wir auch den Swamp. Aber bauen wir mal weiter Druck auf, würde ich sagen. Wir hätten es tatsächlich nicht gewinnen können, diese Runde. Also war alles in Ordnung. Gegner ist runter auf 4 Handkarten. Wir haben noch ihn und unseren wunderbaren Obelisken. Gute Bordpräsenz. Auch schön aufgeteilt jetzt auf 3 Kreaturen. Er, beziehungsweise die beiden zusammen, sind jeweils nicht Lethal. Stimmt, er schafft jetzt nochmal alles rein. Ist auf 9. Ja gut, jetzt muss er ordentlich was haben. Ne? Wir können +4/+4 geben. Ein Anger. Ja okay, das Anger rettet ihn tatsächlich. Das ist natürlich herb. Was nimmt er sich zurück auf die Hand? Das Anker?
Ach, das war nett. Das ist nett. Legen wir den Garo, können nächste Runde dann zwei Karten ziehen. Haben noch eine Obelisk-Aktivierung nach Wahl offen. Wahrscheinlich wird es drei Schaden schießen sein. Oder wir räumen die Kreatur weg, weil wir nichts Trampelndes gerade haben. Können wir uns auch mal überlegen. Okay, Endstep. Ich glaube, wir räumen die Kreatur ab. Also alle Blocker wegnehmen ist irgendwie, glaube ich, das Beste. Und jetzt läuft auch unsere Card Draw Engine. Das ist schon mal ganz geschmeidig, würde ich sagen. Genocider X gleich 6. Ne, wenn wollen wir den Kraterhof sehen, X gleich 8. Alles andere ist schwach. Neutralisiere einen Zauberspruch. Langweilig. So. Jetzt halten wir uns die Aktivierung nicht auf. Wir haben jetzt gerade die Chance, mal anzugreifen. Wenn wir es jetzt schaffen, für 8 zu treten, ist er tipptopp. Dann geht er auf 1. Dann sind wir, wenn wir eintappen, einfach mal durch. Das ist ganz gut. Ah, ist aber früh rausgegangen. Also die KI hat tatsächlich noch ein Play gesehen, was er nicht gesehen hat. Also das da schickt die Kreatur ins Exil, ne? Ja, okay. Dann haben wir ihn. Boah, der Obelisk ist so gut. Bitte, wenn ihr Deckvorschläge macht unter diesem Video, schlagt mir was mit dem Obelisken vor. Das Ding ist voll geil. Aber wir können nicht schon wieder Control mit dem Obelisken bauen, aber... Ah, ich weiß nicht. Ich überlasse euch die Entscheidung. Also, ich hätte Bock auf ein Obelisken-Deck jetzt gerade wieder. Und... Ihr dürft ja sehr gerne Kommentare dann da lassen. Das, was die meisten Kommentare hat, das versuche ich zu bauen. Ich hab's gesagt, ich halte mich dran. Auf jeden Fall haben wir noch eine Booster. Nein. Ich will nur meine Booster aufmachen. Und meinen Booster trinken. Sultai sah aber auch lustig aus. Oh, und wir haben einen guten vernappten Dämon. Ich gehe mal durch meine Kartengalerie. Da haben auch viele nachgefragt, glaube ich. Ich habe mir das noch nie richtig angeguckt. Man kann sich irgendwo seine ganzen Karten anzeigen lassen. Shop, Deck, Kartensammlung. Da kann ich mal kurz durchgehen, damit ihr euch wirklich was wünschen könnt. Ja. Auf was kann man das denn sortieren? Achso, nach Edition. 8x2, 11x3. Also, das muss jeder erkennen können, würde ich sagen. Wir haben 83% aller Karten, das geht ja eigentlich klar. Naja, also, was können wir denn eventuell bauen? Wir können ein Edelmut-Deck bauen, denke ich. Nur um am Anregen zu geben. Vielleicht ein Enchantment-Deck mit sowas wie der Aether-Rüstung. Wir haben auch God's Willing und Defiant Strike. Also, das könnte auch ein lustiges Deck werden. Mit Ordeals, Hero of Iroas. Es ist so ein bisschen das Heroic-Deck aus dem Standard können wir bauen. Wir haben Race the Alarm, wir können das Boros Token-Deck bauen, was vorgeschlagen wird. Dafür haben wir Race the Alarm, Primas, Mentor of the Week, der Kreuzritter, der dann auch ganz gut ist und alles mögliche, was Token pumpt. Oh, er fehlt mir noch. Was? Ah, kann man hier gucken, wo man die freischalten kann? Nee, kann man nicht. Was gibt es noch? Ups, das war ein bisschen schnell, glaube ich. Ja, das ist auch fürs Token-Deck sowas. Wir können versuchen, das Live-Gain-Deck zu bauen, aber ich glaube, wir haben zu wenig Karten dafür mit dem Felida. Also das Felida-Deck ist auch eine Möglichkeit, dass wir das bauen. Oh, auch fürs Token-Deck sehr stark. Dreifachgeister. Wir können Control bauen. Wir können Five-Color-Control bauen, wenn ihr Bock habt. Mit dem Obelisken. Jetzt mal so richtig, richtig Control. Wir haben das Planar-Cleansing, was halt unendlich ist. Und halt irgendwie Anger etc. Wir können das auch mit Quicken spielen. Mill können wir noch nicht spielen. Wir haben die Krabbe noch nicht, leider. Wir haben auch einen Master of Waves. Wir könnten sowas bauen wie Mono Blue Devotion. Kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Aber sowas in der Art. Doch, wir haben 4 Cloudfin Raptor. Ein paar Tempo Spells haben wir. Was können wir noch machen? Hier mit den Unblockbaren, das ist doch ganz nett, zusammen mit dem Bident of Tassa. Wir haben 2 Bidens. Wir haben einen Master of Waves, wir können Talrans da drin spielen, würde ich sagen. Ein Pestermite. Wäre halt eine Überlegung wert, würde ich mal so behaupten. Was haben wir denn im Bereich Schwarz? Was fällt mir da optisch auf? Haben wir genug Vampire? Wir haben eine hochgeborene Kalistra. Sehr, sehr, sehr stark. Wenn wir genug Vampire haben.
Zwei Child of Knights haben wir. Was ist das hier daneben? Geh mal bitte weg. Nee. Können wir versuchen, so eine Art Artefakt-Deck zu bauen, wenn wir das zusammenkriegen. Reanimator haben wir schon gehabt. Ja, wie gesagt, Super Control. Einmal noch den Dämon, Grisselbrand etc. Dann, oder das rot-weiße Token-Deck, wie gesagt. Da würde dann halt sowas wie der Pyromancer in Rot reinkommen. Was dann auch gut ist. Und Trompetenschlag, wo alle plus 2, plus 0 kriegen. Sehr schnelles, fetziges Deck. Wir können irgendwie nochmal am Grün rumbauen. Naja, so werfe ich jetzt nochmal in den Raum. Ich habe es jetzt nicht angeguckt und es war auch noch nicht die besten Karten dafür da. Trotzdem würde ich Naja, so in den Raum schmeißen. Ein Elfendeck würde ich mal ganz gewagt in den Raum schmeißen. Wir haben Reclamation Sage, Vermummter Bewunderer. Vier Holzwart-Elfen, was natürlich super sweet ist. Oder wir können so ein Elfen-Themendeck bauen, noch mit anderen grünen Karten drin. Wir haben Elvish Visionaries. Das ist auch ein Elf. Der Pionier, die Dachgipfelverfolgerin. Wir können ein relativ schnelles, grünes Stompy-Deck vielleicht bauen mit Pump-Spells und Elfen. Und ja, wie gesagt, hier, ne? Ganz groß im Kommen, der Obelisk. Da drin würde ich auch, glaube ich, Meteoriten spielen. Mega geile Karte. Habe ich noch nie gecastet, den Meteorit. Finde ich aber super geil. Wir haben Kozilek noch. Haben wir auch noch nicht gesehen. Und, oh ja, hier, für das grüne Elfen-Boros-Decks auch ganz gut. Kleiner Burn-Spell, um Blocker aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, wir können Sultai spielen. Super geil mit vier Wahrsagern oder drei Wahrsagern. Sehr starke Karte, finde ich. Ja, das sind noch mal ein paar Vorschläge. Alles andere, was ich übersehen habe, haut ruhig was raus, schreibt Kommentare, ich gucke dann drunter und lasst die Kommentare schnell da. Ich werde in den nächsten Tagen reingucken und die nächste Folge wahrscheinlich schon aufnehmen. Ich hoffe, die Folge von heute hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.